bam, bam, bam. Ah, ich sehe schon, ein paar Sachen sind reif zum Ernten. Das ist so geil. Jeden Tag hast du so viel Ernte irgendwie einzuholen jetzt. Ich meine, der Anfang ist immer ein bisschen schwierig in einem neuen Modus, ist klar. Aber wenn der erstmal gemacht ist und die ganzen Sachen ranreifen, dann Money, Money, Money. Ja, danke, liebe Fee, weiß ich auch. Ich hab doch Augen. Ich kann sogar hier nach hinten rückwärts gehen und alles wunderbar machen und so stolpern, weil ich auch Augen im Hinterkopf habe. Wahnsinn, oder? Das musst du erstmal nachmachen. Na? Noch mehr Auberginen. Das Gras ist auch schon fertig. Ein neues Gras kaufen, ein Weizen kaufen. Oh. Morning. Upsi. Bisschen ausgefallen hier. Schritt. Zack, zack. Ach, doch nicht fertig, siehst du? Das ist ja fertig. Oder? Das sieht fertig aus, aber. Na, Mist. Jetzt. Ja, mit dem Zeug. Nein, ist echt doch noch nicht fertig. Na gut. Aber das stört ja nichts rein. So eine mega Reichweite, das ist so lächerlich eigentlich. Was macht das Leben so viel einfacher? Ja, allem Spaß haben. Wir versuchen es ja schon. Sturer Laternenkürbis. Sehr, sehr stur. Ich wundere mich gerade, dass der Weizen offenbar... Oh, ah, Hooker ist voll. Dass der Weizen offenbar schneller ranreift als das Gras. Meine Gras sollte eigentlich viel schneller wachsen, aber für meine Begrifflichkeiten irgendwie was klingt einfach danach, dass es schneller wachsen müsste. Das ist Gras. Mann, ja bloß. 500, das hat 900, siehst du? Und der komische Ausdauerregen ist ja sowieso für den Arsch. Ach so, das war aus dem letzten Chaos-Teil rausgekommen. Auch für die Waffenherstellung. Okay, okay. Halten wir noch. Hab ich noch was zum Reinstreuen? Nee. Ein bisschen was auffüllen. Wie viel habe ich? Warte kurz. Mal viel mit, ne? So. Ach, siehst du. Lass mal noch ein paar Kartoffeln hier. Die zu Gemüse verarbeiten. Ach, warum nicht? Warum nicht? Ba, 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 ba. Zack und zapp und zapp, zapp, zapp. Ich muss ein bisschen raten gerade wieder. Hier mal das, was weniger ist. Marmelade machen wir aus Paprika. Ich kann Marmelade. Ich kann aus Kartoffeln Marmelade machen, sehe ich gerade. Okay. Okay. Interessant. Probiere ich mal aus. Also nicht gleich, aber demnächst, wenn ich es wieder kann. Das war Spaß und Freude. Lass mal 10 mal den hier reinwerfen. Wenn man Nadel mir mehr gibt letztendlich, also von LP und so, ist es ja besser, das auch dann zu nehmen. Faszinierend. Ich einfach wegnehmen? Genau, Chaos-Zeug. Chaos, 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 Chaos. Ich habe so viel davon. Ich kann nur jeweils eins reintun. Aber gut, ich kann die auch noch einmal im Monat sammeln letztendlich. Daher passt das schon, denke ich. Vielen Dank, das habe ich schon. Ah. Orientierungslos. Ah. Pieps, pieps, pieps. Zack. Dankeschön. Ah, die beschenken mich immer reichlich. Das ist sehr nett von meinem Tierchen. Na? Da. Mäh, 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 mäh. Wir wollen mehr, 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 mehr. Ist ja gut, seit ich so gierig ist. Da, da. Gar nichts hier drin, siehst du? Das war ein Eissmoken. Lang nicht gemacht. Dam, dam, dam.
dann, dann, dann. Ich meine, es ist lustig, dass die Tiere eigentlich total wenig Geld geben, vergleichsweise, aber trotzdem machst du jeden Tag, weil gibt ja trotzdem Geld, ne? Es ist. Kleinvieh macht auch Mist. Und Vieh trifft sie im wortwörtlichen Sinne, weil es ist ja Vieh, was ich halte. Hm. Auch wenn ich den Namen ein bisschen diskriminierend finde, aber es ist ja trotzdem Viehhaltung. Ja. Ey, du Vieh! Was, ich? Ja, du! Oh. Ah. Und aufgebraucht, würde ich sagen. Ich muss dringend wieder was hier oben hinpflanzen. Und tatsächlich ist die Honigblume, glaube ich, auch die ergiebige, also die Preis-Leistung ist beste von beiden. Davon müssen wir eher noch was holen als von dem anderen. Habe ich auch so ein bisschen nachgelesen vor kurzem im Internet, damals. Auch alle Scheiße. Ah ja, die wachsen natürlich unendlich mal nach, ne? Das ist auch leider der Fall. Muss ich auch nochmal Nachschlag holen bei Gelegenheit. Die konnte ich nicht weiterverarbeiten, alles andere schon. So war das nämlich. Ich könnte noch so viel Geld kriegen auf den nächsten Tag, wenn ich wollte, wenn ich jetzt alles verkaufen würde, was ich drin habe. Weil ich spare ja noch so viel auf, um es weiter zu verarbeiten einfach. Aber wenn ich dringend Geld brauche, in Geldnot bin, dann zack. Weg damit und her damit und so weiter. Ach, siehste. Oh, der Mais ist auch fertig, sehe ich gerade. Stimmt, aber ich war ja noch nicht fertig gewesen hier an der Stelle. So. 18. 8 Zwirbel. Sieht so anders aus, wollte ich schon sagen. So, ich brauche wieder viel Zeug für hier und da und jenes und bla und blub. Wildblätter. Die geben ja auch. Die kann ich ja auch zu, ich weiß nicht was, aber entweder zu Vogel- oder zu Schaffutter machen. Gibt es jetzt auch regelmäßig bei mir ganz viel. Muss ich weniger Gras? Wahrscheinlich gibt das Gras, das ist ein Blatt, ne? Also eher Vogelfutter. Muss ich theoretisch weniger davon anbauen und mehr auf Weizensamen wirklich gehen? Weil das dadurch auch kommt, durch das normale Gesammeln dann jeden Tag. Und das müllt eh bis mein Inventar vor letztendlich. Ich brauche da noch nicht tausendfach was. Mein ja bloß. Badabam. 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 Könnte ich, brauche ich nicht. Aubergine. Ah! Ach, siehste. An jedem 1., 11. und ich glaube 20. des Moors regeneriert sich nämlich das Angebot des Händlers. Und das ist jetzt der 11. und wir haben wieder zig Auberginen im Angebot. Sehr schön. Und auch die, also alles wieder aufgefüllt letztendlich. Ich habe alles, was ich will, nochmal. So, ich weiß nicht, was beim Höhlenbiom das Beste ist. Aber ich denke mal, es ist nicht schlecht. 20 davon. So. Wäre bestimmt sinnvoll, das hier auch noch ein paar Mal zu setzen jetzt, um es aber mir mal zu kriegen. Aber es lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Das muss ich eh im nächsten Jahr nochmal machen. Ich werde auch wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn ich dann die Farm komplett habe mit allen neuen Feldern. Ich werde es nicht vorher machen. Vorher lohnt sich, glaube ich, ja. Wenn ich alle neuen Felder voll habe bei der Farm, werde ich spätestens dann mein ganzes Layout nochmal anpassen und optimieren. Bis dann, glaube ich, lohnt es sich einfach kaum. Zumal ich immer noch im Raum stehen habe, dass ich vielleicht noch einen Sprinkler Level 3 bekomme. Und dann wäre es Quatsch, erst mit Level 2 voll zu klatschen, wenn ein 3 dann noch kommt und halt mehr bringt letztendlich. Da tut ja nicht Not dann. So, Weizen ist durch, also ein bisschen mehr davon holen. Ist ja auch wirklich ein Upload und all das Zeug. Kostet ja quasi gar nichts. Auch noch ein paar Kürbis, nicht so viel Kürbis, ist das gerade alles komplett alle. Ich will noch ein paar andere Sachen holen heute. Hiervon. Schaffe ich das noch? Ja. Und dann gönnen wir uns noch ein paar andere Sachen. Also, Uferbiom. Jetzt muss ich überlegen, wo ich Uferbiom herbekomme. Ich gehe mal fix in meine Liste. Nein, das ist nicht meine Liste. Stopp. Das ist meine Liste. Pfeffer, Curry, Schwitzschoten, Pandarin. Nö. Locusus ist es Nektar. Okay, das ist Schatolla. Und nehme ja, ist auch egal. Ja, Schatolla Ende. Wo ich sowieso quasi hin muss. Falsch rum. Und da ist noch die Quest von Estina auf dem Weg. Das passt alles ganz gut. Aber nochmal beim Waffenschmied nachgucken. Und nochmal nebenbei was essen, weil Ausdauerregeneration werde ich noch brauchen heute. Definitiv. Hallo. Come on in. Come on in. Yes! Es geht weiter.
Mache ich jetzt eigentlich mal mein Geld alle, wäre ich, wenn er was kaufen heute. Aber es geht weiter. Sehr geil. Guck mal, jetzt brauche ich auch tatsächlich endlich mal diese Flüssigkeit da. Die Pyro-Flüssigkeit. Die habe ich schon so lange. Vor allem hier Higan Canyon sammeln. Das ist der erste Dungeon, den ich besucht habe. Die brauche ich jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal brauchte, aber jetzt brauche ich es auf jeden Fall. Schon ulkig. Aber läuft. Cheers. Cheers. Also weiß ich, ich kann hier meine Sachen weiter erweitern. Sehr, sehr geil. Ist natürlich nett, das mache ich auch demnächst, aber erst am morgigen Tag frühestens, wenn ich ein bisschen Geld über habe. Bis dann ist es Käse. Das ist Käse, aber bringt mir halt nicht so krass was. Eingang. Nee, komm, nach Hause. Dinge pflanzen und dann weiter. Jawohl. Und raus. Wer ist denn Svefstar? Ich habe komische Leute in meiner Freundesliste. Gut, wahrscheinlich umbenannt irgendwann mal. Den Namen kann ich gerade nicht zuordnen. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Ob wir ja schönes haben, alles da. Weizen zu Weizen. Hier war Weizen, hier kommt wieder Weizen hin, ist ganz klar. Und flop. Und. Na, na. Nein, ich hab einen zu viel. So. Da wächst Kürbis neben Kürbis, wenn es total verzögert kommen wird, aber ist egal. Noch mehr Kürbisse. Noch mehr Kürbisse. Und noch zwei Kürbisse. Und Weizen. Weizen. Aha, aha. Zack. Zack. Ach, siehst du, jetzt muss ich ja das auch mal machen vielleicht wieder. Ne? Das haben wir noch gar nicht durch. Hallo. Achso, ich muss. Pow. Bis das Feld erweitern. Wir haben es ja. Ausdauer regeneriert sich gerade, das gefällt mir nicht. Komm. Besser. Pow. Müsste hier noch ein bisschen mehr Fläche haben, das Ganze. Ah, hier auch noch nicht, verdammt. Pom, pom. Hier ist bestimmt was gegossen, das ist mein was. Oh, hallo. Bisschen Gras anbauen. Und die letzten sechs. Sechs, ne? Ach, da auch noch. Ah ja, klar. Es ist ja hier, wo das... logisch, da ist auch noch was. Ich nicht bedacht, dass das ja da weitergeht. Naja, alles cool. Ich muss auch irgendwann mehr Pflanzreis bekommen, langsam, die ich immer anpflanzen muss. Ich könnte echt überlegen, langsam hier das wieder mit noch mehr so ein Dingern voll zu machen eigentlich. Ich habe ja genug. Ein Zehnt hat da rein zu tun. Wäre eine Überlegung wert, vielleicht. Ganz eventuell. Da gämmelt der Nokachi wieder. Und ein bisschen Wasser rauf. Zack, zack, zack. Wird doch ein bisschen knapper noch in den Dungeon zu gehen. Mehr Zeit. Doch länger für alles gebraucht, als ich dachte. Jetzt mal ins Höhlenbiom rein. Auch mal passt da einpflanzen. Und ich würde noch andere Sachen kaufen, wohlgemerkt. Zack. Zack. Wenn man auch so geldgeil ist, ist selber schuld. Selber schuld. Nein, mache ich nicht. Das heilt der Bot. Und wer dich mobbt, ist er erst recht heil. Hehehe. Oh, guck mal. Perfekt. Das kommt auch hin, so wie es soll. Das ist super. Oh, Käse. Ab zur Farm. Ab zum nächsten Gedöns. Ja, ja, hast du recht. So, Schatolla, da kaufe ich mein letztes Geld raus und nehme ich es auch noch zu. Jadewald. Zuerst Jadewald, dann Schatolla. So rum. Mal schauen, wo Istina auf mich wartet hier. Dann bringen wir so lange noch die Istina-Quest zu Ende. Also, was heißt zu Ende? Ein paar Sachen sind da noch, aber. Ach, mal da. Hat er es nicht gesehen? Warte, ein weiter noch? Ja, ne? Ja.
auch mehr Ausdauer übrigens. Lauf! Du da, gib mir. Nein, leider nicht. Christina! Nee, das ist Rosny. Rosny mit rostigem Detail. Detail bei rostigem. Was? Metall an. Nein, Nukachi habe ich nicht. Ich habe nur Muskelkater, weil ich eine Woche Pause mache und dann weitermache. Ich merke das zwar am Abend, dass ich Sport gemacht habe, aber Muskelkater nö. Also, ich hatte eine Zeit, da war das ein bisschen so, da habe ich ein bisschen Ernährung umgestellt, dann ging es wieder. Ob daran lag es dann letztendlich. Wir sind für dich da. Du sagtest, dass du in den Schatten ausfindig gemacht hast. Wie hast du das angestellt? Naja, ich weiß auch nicht, aber sie hat plötzlich aufgehört. Es könnte etwas mit einer Veränderung deines Geisteszustandes zu tun haben. Ha. Christina, du bist sicher hier, weil du dich schon entschieden hast, oder? Ja, keine Sorge. Ich bin bereit, den Schatten zu treffen. Bitte bring mich zu ihr. In Ordnung, folge mir. Folge mir, okay. Apes Odyssey. Da ist der Schatten. Gehst du komplett bis zum Muskelversagen? Das weißt du doch, Nukachi. Die Frage hast du mir auch ein paar Mal gestellt. Nein, ich mache X-Sätze und X-Wiederholung. Also letztendlich, beim letzten Satz, ich mache das so, dass beim letzten Satz dann nichts mehr geht letztendlich. Ne? Also ich nehme da nicht noch Gewicht runter nochmal. Ich mache bei ein paar Übungen immer noch dann den letzten Satz, um den ganzen letzten Kraft rauszuholen, wie beim Bankdrücken zum Beispiel und beim Wadenheben. Im Sitzen mache ich immer noch eine, also nicht immer, aber gelegentlich nochmal eine extra Runde hinterher. Aber prinzipiell mache ich meine drei Sätze mit jeweils 7 bis 10 Wiederholungen und am Ende schaffe ich halt gerade noch so die letzte, so ungefähr. Also Muskelversagen ist übertrieben, aber es geht dann mit dem Gewicht nicht mehr. Bei den drei Sätzen. So. Sie hat sich wirklich beruhigt. Wäre sie von Anfang an so gewesen, wäre alles viel einfacher gewesen. Gewesen. Sie hat mich ganz schön auf Trab gehalten. Aus nächster Nähe siehst du wirklich aus wie ich. Nur irgendwie als Schatten. Das ist also wirklich meine Schöpfung. Geboren aus Selbstzweifeln und Schuld, die ich nicht beherrschen konnte. Ja, ich bin dein Schatten. Ich bin die Vergangenheit, die du nicht ungeschehen machen kannst. Und all deine Verbrechen. Richtig. Ich habe mir immer gewünscht, meine Vergangenheit ausradieren zu können. Ich wünsche, diesen Tag hätte es nie gegeben und all meine Taten als Schattenmeuchlerin wären nie geschehen. Wie coole Fingerkrallen dran. Aber wie du schon sagtest, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Tief in mir habe ich ja schon immer gewusst. Deswegen kann ich dieses Schuldgefühl nicht loswerden. Und das alles hier ist das Resultat. Ich werde bleiben, bis du deine Schuld und Unentschlossenheit überwunden hast. Ich kann nicht zulassen, dass wegen mir noch mehr Leute Schaden nehmen. Wirst du mich also töten? So wie du all die anderen getötet hast? Nein, das würde gar nichts ändern. Der Schatten kann aber echte Waffen beschwören, ist auch lustig, ne? Das wäre genau dasselbe wie vor meiner Vergangenheit davonzulaufen. Das will ich nicht. Was wirst du dann machen, hm? Ich werde aufhören, vor dir davon zu laufen, ganz einfach. Stattdessen werde ich dich und meine Vergangenheit akzeptieren. Mich akzeptieren? Ich habe endlich verstanden, worum es geht. Ich bin sowohl die Schattenmeuchlerin als auch Christina, die Lehrerin des Waisenhauses. Beides macht mich zu der, die ich bin. Weißt du, ich liebe die Kinder wirklich sehr. Sie sind wie kleine Sonnenstrahlen für mich. Sie waren so gutherzig zu mir. Deswegen will ich ihnen ein wenig von dem Glück, das sie mir geschenkt haben, zurückgeben. Weil dieses warme Gefühl irgendwann auch begonnen hat, in mir zu wachsen. Manche halten es für einen halbherzigen Versuch, meine Sünden wieder gut zu machen. Manche halten mich für eine Heuchlerin. Wer denn? Weiß doch nicht keiner Bescheid außer uns und wir tun das nicht. Aber ich weiß, dass dieses Gefühl echt ist. Und dass ich es ohne meine Vergangenheit nicht spüren könnte. Obwohl meine Vergangenheit mit Blut befleckt ist, ist sie der Ursprung dieses Gefühls. Also.
Du bist ein wichtiger Teil von mir. Ich bekenne mich zu meinen Schandtaten. Und ich werde nicht mehr versuchen, mich von ihnen loszusagen. Ich werde mit ihnen leben müssen. Dafür habe ich mich entschieden. Auch wenn das bedeutet, dass du dein Leben nicht mehr normal weiterführen kannst? Ja. Ich werde es den Leuten im Waisenhaus irgendwann erzählen müssen. Es wird nicht leicht. Ich werde Zeit brauchen. Aber eines Tages werde ich erhobenen Hauptes leben können. Also, bleib bei meiner Seite, mein Schatten. Vielleicht wird es jetzt super mächtig dadurch, weil der Schatten da in ihr drin ist, noch kräftiger zuschlagen. Mega. Wahrscheinlich nicht. In Ordnung. Versuch es. Das war einfach. Das war sehr einfach. Gut gemacht. Das war sicher schwer. Nee, es sah nicht so schwer aus eigentlich. Danke. Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen enttäuscht. Dieses Ende war nicht besonders... Dieses Ende war nicht gerade spektakulär. Nee. Danke für alles, Rosny. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich wollte nur diesen Schatten aufhalten. Ha. Was das angeht, Rosny... Ich habe mich gefragt, warum du diesen Schatten so unbedingt finden wolltest. Was hast du davon, diese ganze Sache auszulösen, ha? Also, na gut. Jetzt, da alles dabei ist, kann ich es dir ja erzählen. Aber nicht heute. Hättest du was dagegen, noch ein wenig mit bei mir zu bleiben, Ich verrate dir meine wahren Beweggründe. Deine wahren Beweggründe? Ja, aber eigentlich... Wir sollten erstmal ausruhen. Unterhalten wir uns ein andermal drüber. Wusste ich doch. Ich melde mich bald bei dir, in Ordnung? Also bei mir, per Brief dann wahrscheinlich. In Ordnung. Danke, also, bis bald. Es war toll, wieder an deiner Seite zu kämpfen zu dürfen, Istina. Hallo, gar nicht gekämpft. Ja, das fand ich auch, Rosny. Mann. Zack. Yeah. Und noch 2% mehr obendrauf. Geilo. Was würdest du eher machen? Eins, du weißt, dass du mehr Gewicht schaffst, aber hast nicht so einen Pump. Hä? Was meinst du damit, du hast nicht so einen Pump? Wenn ich mehr Gewicht schaffe, dann mache ich auch mehr Gewicht obendrauf. Oder zweitens, lieber ein bisschen weniger Gewicht und dann so, dass du richtig... Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit richtigen Pump meinst. Du meinst das Gefühl, dass man Gewicht bewegt hat, oder was? Kann ich gar nicht so was zu sagen, ehrlich gesagt. Wenn ich merke, dass die Muskeln fertig sind, dann würde ich sagen, ist das Pump? Dieses Gefühl, was du da beschreibst, kann ich gerade nicht ganz zuordnen. Ich weiß, das sagen mehrere Leute, aber irgendwie finde ich es komisch. Hey, Kühlbären, wie toll. Ach, da muss ich gleich lang. Das Brennen. Tja, das Brennengefühl habe ich, wenn ich... Meinst du jetzt während des Sports oder nach dem Sport? Also das habe ich an sich bloß tatsächlich, wenn ich hauptsächlich Bauchübungen mache, Bizeps. Bauchmuskulatur halt, meine Güte. Während, ja. So richtig extrem brennt tatsächlich bloß bei Bauchmuskulatur, beim Training, bei Sit-Ups und sowas in der Richtung. Alles andere würde ich nicht sagen, dass da so ein richtiges Brennengefühl auftaucht. Ist schwer zu sagen, dass die Bauchmuskeln sind ja generell ein sehr komplexer und auch ausdauerartiger Muskel, während ja alles andere vergleichsweise mit Bauchmuskeln im Körper nicht ganz so komplex ist tatsächlich. Ich meine, du hast nicht so viele Partien, die bei vielen Sachen mithelfen wie beim Bauch. Deswegen ist dieses Brenngefühl, glaube ich, von vornherein bei Bauchmuskulatur stärker, wenn du es da übertreibst oder wenn du es, was heißt übertreiben, das ganz stark machst. Würde ich jetzt schätzen tatsächlich, ich weiß ja nicht genau, es ist jetzt mein Bauchgefühl, hahaha. Aber ich habe schon ein gewisses leichtes Brennen, kurz, wenn ich dann fertig bin mit der Übung, wenn du das meinst. Aber so richtig, ja, oh, das ist noch nachbrennt, tatsächlich bloß bei Bauchmuskelübung bei mir. Pumpe, wenn man zum Beispiel mit Drops setzt, den Muskel stark durchblutet, sollte man... Ja, das meint aber auf dem Rad sich die... Das, lieber Faker, noch dunkle Grüße übrigens, meint nun Katschi offenbar gerade nicht, sondern das reine Gefühl.
Und naja, ganz ehrlich, dieses Wort Pump, es ist, glaube ich, auch so ein Fantasiewort, was viele Leute sich ausdenken, die mit Muskeln, die mit Handeln rumhantieren. Offenbar hat ja Nokachi eine andere Vorstellung davon als Fake Arnold. Und ich habe da gar keine Vorstellung drunter, was das heißt. Das ist, keine Ahnung, das ist so ein Begriff, der ist so ein Nicht-Begriff eigentlich, wenn ihr mich fragt. hab jedes Mal brennen, wenn ich Beinpresse aufstehe, zittern meinen ganzen Bein, alles brennt. Da machst du was falsch, würde ich sagen. Oh, bist du stark genug. Brenner steht durch viele Raps, kann man machen, muss man aber nicht. Stimmt, bei einem Bauch musste Mario auch wesentlich mehr Wiederholung mit maximalem Gewicht, weil das geht halt einfach alles. Ja, dann wird es wahrscheinlich auch daran liegen. Und da ich ja bloß 7 bis 10er Sätze mache, ist entsprechend das Brennen auch weniger. Da gibt völlig Sinn. Ja, kommt hin. Aber Brennen ist aber nicht pumpen dann, gut. So, hier war ein paar bitte. Das ist mehr nicht. Egal. 10 bis 12. Ist auf jeden Fall mehr als ich mache. Also ja, wenn du mehr machst als ich und das, wie Faker sagt, so hinkommt, dann ist es klar, dass du brennen eher hast als ich beim Ganzen. Das erklärt sich dann dadurch einfach. Wadendips, geil. Hast du ja immer wichtige Muskelkater. Ja. Stimmt. Ist sowieso so ein Ding. Ganz ehrlich, wenn ich am Wadengerät sitzend mache, mache ich ja Gewicht drauf, dass es voll ist einfach. Es geht nicht mehr rauf. Das Einzige, was ich noch machen könnte aktuell, sind die letzten beiden 15er-Scheiben durch 20er. Also ich könnte auf ungefähr 10 Kilo nach oben gehen, danach ist das Ding aber voll, das geht mehr geht da einfach nicht. Und dann mache ich trotzdem meine 10 bis 13 Wiederholungen und da brennt gar nichts danach. Man, danach bin ich auch durch. 10, 13, 14 vielleicht mal, wenn ich Glück habe. Aber es brennt nicht wirklich. Wenn ich wiederum aber, obwohl das eigentlich mein Körpergewicht, ja, es ist schon mehr als mein Körpergewicht, aber jetzt endlich egal. Wenn ich dann viele, keine Ahnung, 60 bis 80 Wiederholungen oder sowas mache mit Körpergewicht, einfach nur mit, zack, immer auf die Zehenspitzen gehen, dann merke ich schon ein Brennen. Das ist irgendwie ganz ulkig immer. Aber da geht noch viel mehr immer. Bei dem anderen Gewicht geht das viel weniger an Wiederholungen. Obwohl das nicht zu viel mehr Gewicht als mein eigenes Körpergewicht ist. Das ist schon ulkig. Mach die Übung langsamer. Noch langsamer geht gar nicht, Nokachi. Noch langsamer geht nicht. Also, ich mache nicht so, zuck, 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 ich mache nicht so. So mache ich meine Wadenübung. Ungefähr in dem Tempo. Langsamer geht einfach nicht mehr. Es macht auch keinen Spaß dann. Oh ja, Auftaktsgeschichte. Hi, Recher. Was haben wir da? Buchanzeige schneller, normal. Ich glaube, ich warte auf den hier. Sieht mir geiler aus. Es brennt wir noch mit Schwung mehr. Nee, also ganz ehrlich, von Wippen und Schwung würde ich generell abraten bei Gewichten. Und das wird mir auch so immer beigebracht, dass es eher zu hohes Verletzungsrisiko und bringt auch gar nicht so viel. Wenn ich mit Schwung nachhelfen muss, weiß nicht. Ist das ja Schwung, das ist ja weniger Kraft, dann ist es eigentlich, finde ich, bescheuert. Find ich, die Art und Weise finde ich bescheuert, das mache ich nicht. Da wehre ich mich auch vehement gegen. Das finde ich nicht so gesund und nicht so sinnvoll. Ja, auch das Nokachi bringt gar nicht viel tatsächlich. Ah, ist auch egal. Passt ja für mich. Also ich beschwere mich ja nicht. Es läuft und fertig aus. So, noch ein paar Stündchen hier ins Schloss rein. Da, 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 da. Ab dafür. Jawohl. Ich hatte ja einen Bereich davor erst gemacht, ne? Ich glaube schon. Ja, muss ich ja. Bin ja schon hier. Schon mal provisorisch, Baby, provisorisch was gefressen. Wow! Das ist eine Furcht, würde ich sagen. Da kommen wir nicht lang. Lauft, 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 lauft. Warte kurz. Ist die gute Technik und bringt auch was. Nur wenige Reps und eher Kraft und Maxkraft. Wir wollen ja Hypertrophie und dafür. Jein, also. Das ist generell, was denn was bringen kann, will ich gar nicht abstreiten. Denn es gibt viele, die auch so argumentieren, aber ich finde es, wie gesagt, nee. Schwung und keine Ahnung was, ergibt für mich einfach wenig Sinn. Das sind, glaube ich, Philosophien, die da aufeinander krachen, tatsächlich, als alles andere. Und meiner entspricht das nicht.